Aloha Leute und herzlich willkommen zurück zu Guardians of Ember. Und wir starten gleich mit unserem kleinen Dungeon, den wir beim letzten Mal nicht betreten haben. Und das scheint so eine Art Mini-Neuabschnitt zu sein. Gucken wir auch gleich mal rein, was wir hier so machen müssen. Erstmal unsere Belohnung abholen. Die alle viel, viel schlechter sind als das, was wir haben. Und neue Aufträge annehmen. Für euch wird jetzt wahrscheinlich, wie lange würden das jetzt gewesen sein, eine halbe Woche nichts an Videos gekommen sein. Ich hatte lange jetzt mit Krankheit zu tun gehabt, also auch was ziemlich auf die Stimme geht. Deswegen werde ich erstmal nur immer jeweils eine Viertelstunde aufnehmen, also nichts mehr im Voraus, so lange bis meine Stimme auch wieder richtig da ist. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt richtig Lust, mal wieder ein bisschen Ember zu spielen. Und da das kein richtig schwerer Dungeon ist, sondern einfach nur ein naja, kleines offenes Gebiet, sind die Gegner auch nicht sonderlich schwer. Aber unterschätzen wir mal nicht gleich. Oh, kommt alle mal her. Und das ist übrigens die ominöse Spinnenhöhle, von der ich berichtet habe. Also wo hier werden jetzt, ich glaube, gar keine anderen Tierchen zu finden sein, außer, na gut, ein paar Untote noch. Aber ansonsten eigentlich nur Spinnen. Ist ja so eine ganz, ganz beliebte Klasse, beziehungsweise Wildtierrasse bei MMOs oder generell Online-Spielen, dass man irgendwo Spinnen einbaut. Und da haben wir gleich mal so eine richtig nervige große Spinne. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal zwischenbei husten muss. Das ist nur so ein bisschen Überbleibsel. Entzieht mir Energie. Und fügt mir ein Erdbeben zu. Na gut. Das war jetzt nicht so anstrengend. Ich glaube, ich sollte aber vielleicht hier unten erstmal noch diese Fangzahn-Exemplare töten. Ist hier noch irgendwo was? Kleine Spinnen? Nur ein paar? Nee? Denn nicht. Gucken wir mal weiter. Ich hätte auch gerne langsam eine neue Brustplatte, weil Brustrüstung sieht langsam ziemlich langweilig aus. Ich habe letztens einen Screenshot gesehen gehabt von jemandem auf der höchsten Stufe im High-Level-Gear. Das sieht schon richtig geil aus, also ich freue mich da wirklich drauf, dass man da so alles noch sich holen kann. Nicht so viele auf einmal, bitte. Die kleinen Spinnen kann man hier auch nie wissen, wo die rausgekrabbelt kommen. Sind zwar auch schnell tot, aber sind trotzdem nicht weniger nervig. Und ich sehe gerade, wir schrammen langsam an der Stufe 19 schon. Auf Stufe 20 bekommen wir übrigens einen neuen Titel, den werde ich dann auch auf jeden Fall benutzen. So, aber Auftrag erledigt. Auftrag annehmen. Oh, eine Schatzkiste. Geld. Wollen wir mal nicht meckern. Wie mittlerweile so ein hellblaues, wenn zwei Stufen höher ist, stärker ist. Oder beziehungsweise gleiches wie meins. Also kann man sich schon so ein bisschen so eine Regel ableiten, dass epische Gegenstände scheinbar drei Level oder zwei Level denn besser sind. Und müssen wir mal gucken. Leider zeigt mir das nicht an. Ah, okay. Seid ihr übrigens Experten, was Spinnen betrifft? Ich bin's nämlich nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, was das für eine Spinne oder Spinnenart nachempfunden ist hier aus der Realität. Ich weiß, dass es solche großen hier gibt mit so einem großen Leib dran.
Aber da gibt es garantiert noch wesentlich größere Experten. Oh, was haben wir denn hier? Menschenfarm, öffne die Kokons. Na, machen wir das. Gucken wir, ob wir Kokons finden. Da haben wir schon mal welche. Ja, die kann ich sogar so öffnen. Indem ich einfach mal einen Blitzschlag durchjage. Nee, doch nicht. Muss doch raufklicken. Und dadurch ein paar Leute befreien. Und ich wette mit euch, dass da auch Gegner drin sein können. Nicht nur nette Personen, oder doch? Nee. Die Kultisten sind keine netten Leute. Wurde er gleich wieder eingesponnen? Verrückt. Ich bin gerettet, vielen Dank. Oh, gleich wieder im Kokon. Oh, tut mir leid. Nochmal retten, bitte. Ja, du bist ein guter Soldat. Und schlag die Spinnen nieder. Na, was anderes machen wir ja gerade nicht. Außer Spinnen töten. So. Spinnen haben wir jetzt alle tot. A large corrupted spider is blocking the entrance. Tötet die blau marmorierten Mesothele. Du bist nicht blau marmoriert, oder? Und Stufe 19 erreicht. Eine neue passive Fähigkeit gelernt. Da könnte man eigentlich gleich mal reingucken. Aber wo müssen wir hin? Welche Spinne meint er? Normalerweise... Da ist sie. Barrier. Blockt die gegnerischen Schaden, oder? Auf jeden Fall ist sie tot. Und wir haben Gold und Erfahrungspunkte erhalten. Und schaut mal, so viel ist es gar nicht, was man jetzt dafür mehr bekommt. Ich überlege gerade, wo wir lang müssen. Müssen wir hier runter dahin? Oder hier hoch und dann darunter? Wir gehen erstmal den Weg hier entlang. Und mit der passiven Fähigkeit schaue ich erst, wenn wir fertig sind hier mit dem Quest, beziehungsweise in einem relativ sicheren Gebiet. Tötet die Fledermauskönigin. Müsste erst den Königin nennen. Und irgendwie sehen die recht eklig aus. Hat so ein bisschen was, was mich an WoW erinnert, an so eine... Ich glaube, wie ist das, Zetun? Da gab es auch so einen ekligen Endboss hier in einem Raid damals. Das war aber noch zu Zeiten von 2005 und 2006, wo der aktuell war. Wenn man bedenkt, dass dieses Spiel, also World of Warcraft, jetzt schon 12, wenn man Beta mit hier 13 Jahre auf dem Buckel hat... Und an sich wird ja auch bis heute gemeint, dass es das Ur-MMORPG war. Was man so eigentlich nicht ganz stehen lassen kann, weil auch Sachen wie EverQuest Online und... Also EverQuest 1 und 2 oder auch Ultima Online zu dem Zeitpunkt ja schon längst da waren und so die Grundlagen gegeben haben. Ich glaube, dass... Ja, lass mal hier durchgucken. Dankeschön. Ich glaube einfach, dass die das massenpublik gemacht haben, das ganze Genre. Und ich glaube, wir sind hier falsch. Ja, wobei? Kann ja nicht schaden, wenn wir hier einmal rumgehen. Dann haben wir wenigstens das Gebiet erkundet und dann weiß ich, wo es lang geht. Ganz schön viele Untote.
manchmal mache ich es mir echt ein bisschen zu bequem, indem ich nur meine Blitztechnik einsetze. Ein Resonanzblast. Das ist auch viel, viel einfacher. Man trifft einfach alles. Wobei das mit dem Ketten, wenn ich hier die drei Stück schieße, ja auch ganz schön viele sind, was man da trifft. Und noch Energie wiederherstellt. Kommt mal alle mit. Na. Aber wie ich schon gesagt habe, je mehr Level man aufsteigt, je weiter man kommt, desto besser ist echt die Gegnervielfalt. Hier kommen jetzt Fledermäuse, Spinnen, Zombies, Kultisten. Alles so auf einen Haufen verteilt. Nicht mehr so, naja, weit weg voneinander. Tötet die nekromantischen Dämonen. Machen wir. Nicht wunder, manchmal dauert es jetzt mittlerweile, bis ich ein paar Gegner tot habe. Versucht die auch immer ein bisschen zusammenzuziehen. Nur wie ihr seht, das ist dann immer so eine Masse von Gegnern und ich will mich nicht einkerkern lassen. Es kann böse enden. Und der Part hat auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir kommen hier ganz gemütlich durch. Oh, eine Karte. Und ich habe, glaube ich, gerade die Quest hier abgeschlossen, indem ich einfach irgendwelche Fässer kaputt gemacht habe. Töte Saal Purcell. Na denn? An die Quest kann ich mich gar nicht erinnern. Kommt mir so vor, als hätte ich die noch nie gemacht. Und auch an diesen vergifteten Fässern kann ich mich echt nicht erinnern. Und ich möchte euch nochmal sagen, also bis Stufe 25 kenne ich mich noch aus. Danach wird es zu einem Blind Let's Play. Denn weiß ich nämlich nicht mehr Bescheid, was uns erwartet. Ah. Ein Gegner mit einer blauen Aura, das kann nur ein Boss sein. Oh, kommt mal her. Und eigentlich gleich meine ganze Energie verballert, weil der zieht die mir eh ab. Wow. Das war ja immer ein krasser Gegner. Mächtig epischen Kampf gewonnen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zurück und gebe die Quest ab. Dann gucken wir mal, was wir da Schönes beim Levelaufstieg bekommen haben. Ich glaube, den nächsten Quest hebe ich mir dann auf. Für den nächsten Part. Ich hätte ja mir gewünscht, dass sie jetzt noch mehr droppen würde. Aber wie ihr am Anfang gehört habt, es gab ja dieses Wochenende, wo eine wesentlich größere Drop-Chance war. Ja, genau dieses Wochenende konnte ich mit einer Aufnahme nutzen. Das war's denn, weil ich krank geworden bin. Passiert. Wenigstens hatte ich das XP-Event ein wenig nutzen können. Ich glaube, wir wären jetzt erst Stufe 17 oder so, wenn ich es nicht genutzt hätte. Folgt uns wer? Nö? Denn nicht. Ich glaube, hier oben können wir abgeben. So, veredeltes Gift. Auftrag beenden. Und wir haben eine Karte bekommen. Und ansonsten nichts. Gar nichts. Gut, gucken wir doch mal.
Was haben wir denn hier unten gehabt? Das habe ich mir jetzt schon mal angeguckt. Paralyse. Wir hatten keinen physischen Schaden, oder? Ne, wir hatten heilig. Gut. Physisch, physisch, physisch. Gut. Passive Fähigkeit. Born to fight. Nach jedem Kill stellst du 5% deines Maximums am Lebenspunkten. Hey! Gucken wir doch einfach mal, wie das aussieht. Das will ich nochmal testen, bevor wir den Part beenden. Put, 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 kommt her, meine kleinen Spinnis. Ja, gut. Ernsthaft? Wow! Ach du Schande, bringt mir das Vieh wieder. Also da kann ich mich schön an kleineren, schwächeren Gegnern vollpumpen. Das ist ja super. Ich glaube, das benutze ich auch für meinen Level-Trip. So. Stirb bitte, danke. Damit könnte ich auch denen, die explodieren, wenigstens könnte ich mich dann vorher noch voll heilen. Na gut, aber bevor ich jetzt weitermache, beende ich erstmal den Part. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr mitbekommen, dass meine Stimme ein wenig gelitten hat. Ich denke mal, die nächsten Parts, die ich aufnehme, werden nach und nach auch wieder besser mit meiner Stimme und vor allem, dass ich dann auch wieder ein bisschen länger aufnehmen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch teilt, wenn ihr mir auch ein bisschen dazu schreibt, wie ihr das Spiel bisher noch empfindet. Ob ihr es auch mittlerweile selber spielt, ob die Leute, die das hier gucken, sowieso nur Spieler sind, die Guardians of Ember selber haben. Oder auch auf welche bei sind, die es gar nicht kennen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.